Draußen in der Wildnis gibt es keine Gewichtsklassen wie im Boxen, sodass die ungewöhnlichsten Gegner im Ring landen können. Aber das bedeutet nicht, dass diese ungewöhnlichen Kämpfe immer genau so enden, wie man glaubt. Schaut euch dieses Video bis zum Ende an, für eine riesige Überraschung. Dieser Tiger entschied, dass ein Babybär ein ausgezeichnetes Abendessen sein würde. Schließlich haben weder das Junge noch seine Mutter eine Chance gegen ihn. Aber es gibt nichts Gefährlicheres als eine Mama, die ihr Kind beschützt. Das passiert, wenn du mit dem Esel von Schreck, der buchstäblich einen Drachen dominiert, Stress anfängst. Diese Schlange machte einen großen Fehler, als sie in den Hof dieser Bulldogge kroch. Jetzt kennt sie die Macht der 500 Kilogramm Bisskraft. Und diese Löwin ist dabei herauszufinden, wer der wahre König der Bestien ist. Erinnert ihr euch an den Meisterkranich aus Kung Fu Panda? Jetzt schaut ihn euch im wirklichen Leben an, wie er sich gegen zwei hungrige Tiger verteidigt. Die Größe spielt keine Rolle, dachte dieser Pitbull, als er einen riesigen Bison angriff. Jesus Christ, Richard! Dieser Leguan scheint sehr geduldig zu sein. Aber was passiert, wenn seine Geduld zu Ende geht? Bevor diese Wildschweine Nahrung von diesem Nashorn stehlen, sollten sie wissen, dass sein Spitzname Rhino Airlines ist. Das Pferd ist eine sehr fügsame Kreatur. Aber dieses nervige Hühnchen würde jeden verrückt machen. Und diese Gans hat sich mit dem falschen Hengst angelegt. Keine Sorge, es geht ihr gut. Diese fünf Hunde so, wir machen euch Schwächlinge platt. Aber die Tego-Eidechse, ach, ist das so? Das Einzige, was dieses Tier davon abhält, gewalttätig zu werden, ist der Zaun. Ich habe über das Murmeltier gesprochen, falls ihr fragt. Ein Waschbär fand auf der Suche nach Nahrung seinen Weg in ein Schimpansengehege, aber er fand nur ein Abenteuer. Es ist lustig, wie leicht er entkommen wäre, wenn er nur ein wenig weniger gegessen hätte. Keine Sorge, es geht ihm gut. Als dieser Esel zu diesem Kamel ging, erwartete er so etwas. Aber stattdessen ist das passiert. Hunde haben es schon immer geliebt, Katzen zu belästigen. Auch in freier Wildbahn. Und selbst wenn es eine riesige Löwin ist. Diese beiden Hunde sehen sich selbst als Stierkämpfer. Aber niemand hat ihnen gesagt, von welcher Seite man sich einem Stier nähern soll. Vielleicht gefällt es ihnen auch einfach und sie wollen eine weitere Fahrt. Lieber Gott, ich möchte nur halb so zuversichtlich sein wie diese Ente, die sich mit einem Tiger anlegt.
In diesem Moment hörte der Löwe etwas. Es waren die Stahleier dieses Hundes, der beschlossen hat, zwei erwachsene Löwen gleichzeitig anzugreifen. Und jetzt seid ihr dabei, den dümmsten Angriff der Geschichte zu sehen. Was dachte sich dieses Krokodil, als es einen 6-Tonnen-Elefanten angriff? Normalerweise umzingeln Löwen ihre Beute und greifen dann den Hals an. Aber im Falle dieser Giraffe ist offensichtlich etwas schiefgegangen. Meine Damen, kann ich bitte gehen? Nein, nein, gleich habe ich den Hals. Es mag seltsam erscheinen, dass dieses Känguru mitten in einem Teich steht. Aber tatsächlich hat es einen heimtückischen Plan gegen diese Hunde im Petto. Während Hauskatzen Angst vor Gurken haben, haben Wildkatzen einen triftigen Grund, sich vor Kaimannen zu fürchten. Eine erwachsene Löwin kann bis zu 180 Kilogramm wiegen. Aber wenn ein Büffel Gefahr spürt, kann er die Katze wie einen Pfannkuchen durch die Lüfte werfen. Red Bull gibt wohl wirklich Flügel. Manchmal langweilen sich Krokodile. Und dann ist es Zeit für Krokodilringen. In der Nahrungskette gibt es immer einen größeren Fisch. So schützen Warzenschweine ihre Kinder vor Leoparden. Wenn ihr denkt, dass in einem Kampf zwischen Katze und Huhn der Gewinner offensichtlich ist, dann habt ihr noch nie eine Hühnergang getroffen. Wenn ihr denkt, dass Schildkröten harmlos sind, dann wurde die noch nie von einer Schildkröte gebissen. Anders als dieses Pferd. Zuerst scheint es, als ob dieser Reiher versucht, einen Adler zu bestehlen. Aber tatsächlich ist es der Adler, der gerade auf der Jagd ist. Während Khabib Nurmagomedov gegen einen Bären kämpft, verschwendet sein Hund keine Zeit. So sieht das glücklichste Huhn der Welt aus. Der Great Egret ist so cool, dass er Krokodile als Taxis benutzt. Dominating! Und das ist alles. Schreibt in die Kommentare, was für ungewöhnliche Tierbegegnungen ihr schon gesehen habt. Denkt in der Zwischenzeit daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.